Ein großer Teil wird traurig sein. Ein anderer Teil freut sich aufs neue Projekt. Was dann wirklich erst entweder wert. Ich hab's mit dem Trailer noch nicht entschieden. Ich habe die Ideen für den Trailer da. Aber es ist ziemlich viel Arbeit. Wenn ihr wollt, also ich ist jetzt mal so ein Anliegen an euch. Wer Lust hat, kann bei dem Trailer mitwirken. Jetzt regnet's, schätze ich. Kann bei dem Trailer mitwirken. Mir helfen dabei. Es würde natürlich mir viel einfacher machen. Der Trailer wird auch nicht so allzu lang werden. Das weiß ich jetzt schon, so wie ich es in meinem Kopf ausgemalt hat. Ich maximal 5 Minuten oder so. Was für ein Trailer auch schon wieder echt viel ist. Und dann muss ich mich erstmal in meine Programme einfinden, noch ein bisschen genauer. Ich habe jetzt halt das komplette AVS gekauft, Unlimited. Ich hatte es ja zuvor nur auf ein Jahr. Ich tue ja meine Videos bearbeiten mit AVS Video Editor. Jetzt habe ich es mir als Unlimited gekauft mit sämtlichen Programmen von AVS, die dabei sind. Und bin bis jetzt damit zufrieden. Also die Funktionen, die ich brauche, hat es auf jeden Fall. Und ich sag nur so, als normaler YouTuber brauchst du jetzt halt nicht irgendwelche Programme, die ein paar tausend Euro kosten. Da reicht das AVS um Längen für mich. Also es hat nicht so viele Funktionen, es hat aber viele Funktionen. So ist es nicht. Ist eine ziemlich kostengünstige Alternative zum Adobe. Und ja, ich als Mensch habe mir, auch wenn es für manche vielleicht echt blöd klingt, habe mir AVS gekauft. Es war im Angebot, deswegen habe ich gesagt, da habe ich gar nicht gezögert. Normalerweise kostet AVS 200 Euro. Und die Unlimited-Version, also 200 Dollar. Die Unlimited-Version, ich habe mir die Unlimited-Version gekauft. Für, ich glaube, 50 Dollar, irgend sowas, war die gerade im Angebot. Die haben ab und zu nicht solche Specials. Und da kriegst du ewig viele Programme von AVS. Wenn es von Registry Cleaner ist, bis zu einem, von Registry Cleaner ist dabei, ein Foto-Editor. Also ich kann wirklich, also es ist eine abgespeckte Version von Adobe Photoshop. Da ich den kenne ich auch, aber ich bin nicht so jetzt einer, der sich großartig im Designmäßig auskennt. Also ich habe ehrlich gesagt mit Photoshop oder den ganzen Bildbearbeitungsprogrammen einfach überhaupt keinen Plan und ich glaube, ich bin nicht kreativ genug, damit ich sowas hinbekomme. Ich bin halt einer, der nimmt, wie es ist. Oh, wir sind voll. Wir sind voll. Ich wundere mich schon. Ich habe keinen Blub mehr. Müssen wir nochmal durchrennen? Ah, ich wundere mich gerade. Hä? Wir sind auch friedlich. Boah, und alles gleich wieder rot zugespawnt. Das sind die Höhlen hier. Ich wundere mich, warum haben wir denn keinen Hunger? Warum kriegen wir denn keinen Hunger? Wir sind hier noch auf Ding. Auf friedlich. Wir haben ja unseren Mob-Spawner überarbeitet. War das vom Mob-Spawner noch, wo wir auf friedlich waren? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob das vom Mob-Spawner noch war. Wie lange spielen wir schon friedlich? Ah, wie ich den Strand gemacht habe. Vom Strand war das. Haha, weil ich wollte in Ruhe meinen Strand bauen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich nehme auf jetzt noch ein bisschen. Egal wie weit ich komme mit dem Aufnehmen, habe ich mir jetzt wirklich gesagt, ich nehme noch ein bisschen auf. Und wenn ich über 500 komme, meine Festplatte wird ja deswegen nicht verschwinden. Ich werde die Folge halt irgendwo zwischenspeichern, so notspeichern irgendwo. So auf Nummer sicher gehen. Nein, hier noch nicht. Ich baue so Quadrate raus. Ah, hier. Oh Gott! Ach, das war der Sand.
voll erschrocken. Dachte, was ist denn jetzt los? Machen wir es mal so. Ui. Weil hier gerade so ein schöner Berg steht. Kommt man so auch schnell voran. Ich habe auch mal eine Frage an euch. Wollt ihr vielleicht mal, dass ich vielleicht mal Bed Wars oder sowas, irgend sowas als Special mal mache? Ich weiß nicht, ich bin halt immer so ein bisschen nicht unbedingt der übelste PvP-Spieler. Nicht unbedingt wirklich der beste PvP-Spieler. Mit dem Bogen habe ich schon, also ich habe auch für mich ab und zu mal Bed Wars gezockt, mit dem Bogen habe ich schon wenig was weggekriegt. So ist es nicht. Aber ich bin nicht unbedingt... Also wenn ihr wollt, dass ich mal eine Folge hochlade oder irgendwann mal was Special macht, ihr könnt jederzeit auch mir anliegen, dass ich mal was mache. Schreiben. In den Kommentaren, sonst irgendwas. So, mach mal das oder mach mal sowas. Oder auch an Spielen, wo ich jetzt zum Beispiel nicht dran denke. Ich bin, wie gesagt, wenn ich jetzt an mir ein Spiel hole, oder mir aussucht, wo ich mal denke, das könntest du doch aufnehmen. Dann stehe ich meistens im Mediamarkt oder sowas. Oder sowas, Mediamarkt war zum Beispiel, also in einem Elektronikgeschäft, wo man Spiele kaufen kann. Stehe ich da meistens drin und überlege mal, schaue es mir an und denke mal, könntest du es machen? So ist meine Auswahl nach Spielen. Ich schaue nicht großartig, weil ich möchte nicht voreingenommen auch in ein Spiel gehen, wo ich schon weiß, was passiert und alles. Ich möchte ja selbst, wenn ich das Spielste spiele, möchte ich selbst erfahren und meine eigenen Erfahrungen mit dem Spiel machen und es auch selbst erleben, sozusagen. Und ja, so gehe ich in einen Spieleladen rein und so möchte ich auch meine Spiele haben. Ich möchte meine Erfahrungen, wir sind schon wieder voll. Also sandtechnisch schaut's gut aus. So ein bisschen Wüste abbauen. Geht ruckzuck. Und man kommt weit. Mach ich mal schnell wieder so. Finde ich, geht irgendwie schneller. Oder kommt. Entweder kommt mir das nur so vor oder es geht wirklich schneller. Passt halt schnell viel auf deinem. Auf einer. Mit so einem. Einmal hin und her laufen ab. Weil du hast ja eine Reichweite von der Fist. Zack, 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 zack. Und haben einfach schon mal zack, ewig viel weggerissen. Jetzt wird es natürlich Nacht. Müssen wir ein bisschen aufpassen, vor allem an den Kanten, dass hier nichts runterfällt. Ich bin halt wirklich jemand, ich möchte das Spiel selbst haben. Ich informiere mich selten über ein Spiel, wie es ist. Weil ich sozusagen das Spiel für mich selbst testen will. Ich habe einen ganz komischen Spielegeschmack. Also ich habe nicht irgendwie, wo du sagst, okay, komisch kannst du auch nicht sagen. Ich bin nicht irgendwie Genre gebunden, wo ich sage, genau dies, sowas will ich spielen. Sondern bei mir ist es eher, wie soll man es erklären? Das Spiel an sich muss mir gefallen, nicht welches Genre es ist. Wie zum Beispiel, ich bin überhaupt alles andere als ein Eco-Shooter. Also ich zocke Shooter überhaupt nicht. Jetzt ergibt es aber eine Ausnahme, TTT. Ich zocke TTT, ich habe ja meinen eigenen TTT-Server, wisst ihr ja. Und TTT ist das einzige Spiel, wo ich wirklich mit... Als richtigen Shooter kannst du es ja auch irgendwie nicht so richtig bezeichnen. Okay, bezeichnen wir es jetzt mal als Shooter. Ist das einzige Spiel, wo ich wirklich spiele. Wo ich mit Waffen schieße. Also mit richtigen Waffen. Sonst spiele ich überhaupt keine Shooter, egal auf Xbox oder auf am Computer oder sonst wo, spiele ich keinen Shooter. Ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht so der Fan von, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nicht so der Shooter-Spieler. Wir sind voll. Wir haben jetzt schon voll? Okay. Haben wir jetzt schon so fucking viel Sand, dass wir voll sind? Dass unser großes Backpack voll ist. Aber der. Ein bisschen passt noch ins Inventar und das nehmen wir doch auch mit. Wenn da noch irgendwas ins Inventar passt, nehmen wir das mit. D-
Der hat einen Soundblock geklaut, ich hab's ganz genau gesehen. So, ja. Bauen wir hier noch ein bisschen den Sand weg. Was mir halt ziemlich Spaß macht, ist wirklich sowas, wo es, ich habe auch noch alte Spiele und die spiele ich auch noch ab und zu mal. So, wo es nicht unbedingt sagst, das muss jetzt so grafisch geil sein, oder es können auch Spiele sein, die grafisch nicht so der Burner sind, aber dafür auf anderen Sachen gut kommen. Die, da ist ein Creeper, den ich nicht ganz getroffen habe. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt. Also hier sieht man schon, wie gut ich im PvP bin, im Schießen. Wenn der stehen bleibt, der Gegner, ist es mir wurscht. Ich habe die Spinne getroffen, aber dabei wollte ich doch den Creeper treffen. Ich habe noch eine Spinne getroffen. Alter, was treffe ich denn? Jetzt habe ich über ihn drüber geschossen. Jetzt habe ich den Zombie getroffen. Jetzt habe ich den Creeper getroffen. Okay. Hier ein bisschen weghauen. Ich weiß übrigens nicht, warum ich das mit einsammle. Ich würde mal vorne sagen, schmeißen wir es eh weg. Oder vielleicht finde ich noch irgendeine Verwendung dafür, aber ich glaube es fast nicht mehr. Alles... Ich glaube es fast nicht mehr. Entweder werden wir es mit den Vernichter schmeißen. Oder... Keine Ahnung, wir machen jetzt noch die drei Reihen weg und dann gehen wir wieder nach Hause. Misten mal kurz ein bisschen aus. Hallo Zombie. Ich bin schneller als du. Um einiges. Du willst dich prügeln, Da! Ein bisschen Spaß muss sein. Oh Gott! Au! Au! Ist natürlich eigentlich ganz gut beim Creeper hier, zack, zack. Kann, dass ich so, dass ich einen Rückstoß habe drauf auf dem Schwert. Geh mal heim. Geh mal heim. Ich hätte es einfach stehen lassen sollen. So. Und wir gehen heim. Achso, ich wollte ja noch markieren. N. Waypoints. At. Wüste. So. Aus. Back. Exit Menü. Die Richtung. Da kann ich jetzt auch eigentlich gleich ausschalten. Waypoints off. Wir wissen ja, dass es in die Richtung geht. Und Vollgas! Ich habe nebenbei einen dezenten Hunger. Warum bin ich jetzt auf einmal so langsam? Ach, wenn ich esse, werde ich auch als im Pferdchen langsamer. Okay. Okay. Cool. Also wir haben jetzt gerade mal ein bisschen was über eine Folge in der Wüste verbracht. Ich hätte jetzt gedacht, das dauert ein wenig länger. Ja, okay, die Fist, die macht schon viel aus. Die macht echt viel aus, die Fist. Interessant ist ja eigentlich, was ich auch gerade sehe, ich habe 60 FPS, obwohl Fraps bei 30 eingestellt ist, habe ich gerade im Moment 60 FPS. Wir sind da durch den Dschungel durch. Zum Haus? Ach, das ist der Dschungel. Wenn ich so schräg herlaufe? Ah, wusste ich gar nicht. Ich habe es jetzt hier nur an meinen Schienen erkannt. Was auch irgendwie interessant ausschaut. Wo lande ich denn mal? Ich lande am Dach. Immer schön wieder das Pferdchen wegmachen, dann ist das Ding wieder ganz. So, jetzt misten wir erstmal alles aus. Ein bisschen was anderes Zeug haben wir auch mitgekriegt. Da, gehen wir mal rein. Ab nach Hause. Ich habe hier auch Sandstein drin, aber brauche ich denn so viel Sandstein? Dann pass auf, wir machen das jetzt einfach so. Klappt das auch? Ja, das klappt auch. Das klappt auch in der Truhe. Ist mir auch gerade das allererste Mal passiert, dass ich sehe, dass es in der Truhe klappt. Okay, Sand. Nein, kein Pflasterstein, Sand.
Scheiß auf das Pissel jetzt mal und die Kohle, ja, ist mir jetzt auch mal egal und die Erde ist mir auch egal, komm, weg damit. Was habe ich denn da dran? Da habe ich Glas überall reingesetzt. Ein bisschen. Ist in dem Backpack noch Pflasterstein? Ja. Ja, ist es. Ich weiß, es ist viel zu viel, was ich rausnehme, aber das ist immer nicht so tragisch. Zack. 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 Zack, tu mir hier über ein bisschen auffüllen. Ihr wisst ja ganz genau, das wird für die Zukunft schon geplant, weil wir werden das nicht mehr in 40 Folgen noch schaffen. Das weiß ich. Unser Burgprojekt, was ja auch sein soll noch, was ich auch noch fertigstellen möchte irgendwann mal, werden wir auf keinen Fall in 40 Folgen noch schaffen. Das Backpack ist leer. Ich meine, das ist unser Sandbackpack. Dann tue ich den Kies dann rein und die 14. Und das Glas schmeiße ich mal mit hierher. Dann ist das auch einigermaßen voll. So. Dann